Das wird heute ein kurzes, versprochen. Also diesmal wirklich ein ganz kurzes. Ich bin in letzter Zeit wieder viel unterwegs, mir online Inspiration, Geschichten von Fotografen aus der gesamten Geschichte reinzuziehen. Hin und wieder tut es ganz gut, sich einfach mit der Arbeit anderer zu befassen. Streetfotografie von Ruben Redding oder Joe Greer. Sean Tucker ist sowieso immer schon eine große Inspiration gewesen. Aber eine Fotografin kommt immer wieder auf eine ganz eigene Art und Weise für mich ins Spiel. Und ich glaube, wenn man überhaupt in irgendeiner Art und Weise ein Vorbild in der Fotografie haben sollte, dann ist es vielleicht für alle Fotografen Vivian Maier. Und ich meine jetzt nicht die Art der Fotografie, ich meine jetzt nicht ihre Bildgestaltung, die ist großartig. Also ich finde, man kann sich einfach stundenlang in ihren Fotos versenken und kann sich Geschichten anschauen. Das ist alles gut und schön. Aber wenn ich Vorbild sage, dann meine ich nicht das Ergebnis in ihrem Fall. Ich meine in dem Fall den Prozess. Wenn man nämlich die Geschichte von Vivian Maier kennt und wie ihre Fotos überhaupt das Licht der Welt erblickt haben, dann muss man sich selbst, glaube ich, heutzutage mal hinterfragen. In einer Zeit, in der gefühlt ein großer Teil nur noch für die Öffentlichkeit fotografiert und bewertet wird, ob ein Foto gut ist oder ein Fotograf gut ist, anhand der Likes oder Follower, die er in irgendwelchen Social Media Kanälen hat. Vielleicht kennst du die Geschichte von Vivian Maier schon, vielleicht aber auch nicht, und ich dachte, ich möchte sie auch hier in diesem Kanal nochmal erzählen, weil ich finde, das sollten alle Menschen mit Kamera in der Hand mal gehört haben und durch ihren Kopf durchgesiebt haben. Vivian Maier hat ihr gesamtes Leben lang fotografiert. Und ihr ganzes Leben lang und auch noch einige Zeit danach hat niemand diese Fotos zu Gesicht bekommen. Nicht veröffentlicht, kein Buch, keine Magazine. Sie hat, soweit ich weiß, nicht mal wirklich versucht. Und das ist genau das, woran wir uns, finde ich, alle ein Beispiel nehmen sollten. Es geht nicht darum, dass man seine Fotos überhaupt nicht veröffentlicht und nicht herzeigt. Es geht darum, warum und wie man sie macht. Vivian Maier ist einfach mit ihrer Kamera durch die Gegend spaziert und hat Dinge, die sie interessieren, die ihr gefallen haben, die sie vielleicht auch schockiert oder verstört haben, mit ihrer Kamera festgehalten. Der einzige Grund, warum Vivian Maier fotografiert hat, war, weil sie gern fotografiert hat. Und es war ihr offensichtlich vollkommen egal, dass sie dabei eigentlich meisterhafte Arbeit fabriziert hat. Und wer weiß, vielleicht zu ihrer Zeit auch Berühmtheit erlangen hätte können damit. Jetzt, lang nach ihrem Tod, hat sie es definitiv. Aber das war ihr vollkommen egal. Sie hat es einfach nur gemacht, weil sie es gern gemacht hat. Und wer weiß, vielleicht, ich glaube jedenfalls, dass genau das der Grund war, warum ihre Ergebnisse so herausragend gut waren. Weil sie sich nicht für irgendetwas oder irgendwen verbogen hat, versucht hat, irgendein Ergebnis zu erzielen, im Hinterkopf ständig fragend, was kommt gut an auf Instagram. Wenn du das nächste Mal mit der Kamera durch die Gegend ziehst, versuch ein bisschen Vivian Maier zu sein. Mach's einfach nur, weil es dir gefällt. Und wer weiß, vielleicht macht's auch mit deinen Fotos und deinen Ergebnissen irgendwas. Ach ja, und übrigens, bevor ich es vergesse, wie versprochen, es wird Zeit, einen von diesen hier an einen neuen Besitzer, neue Besitzerin zu schicken. In den Kommentaren wurde per Zufallsgenerator gewählt. Ich gratuliere, der kommt bald in die Post und ist hoffentlich bald bei dir. Und einen davon haben wir noch, den schwarzen. Gibt es dann im nächsten Video. Bis bald.